Hallo und herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin! Heute machen wir ein Pesto-Stockbrot auf dem neuen Gadget von Meister Barbecue. Und dieser kleine Totschläger nennt sich Feuerwalze, ist jetzt ganz neu von Meister Barbecue auf den Markt gekommen. Das ist noch der Prototyp, den durften wir mal testen. Und ja, welche Zutaten wir für unser Pesto-Brot brauchen, Pesto-Stockbrot, seht ihr jetzt in der neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß beim Zuschauen! Für unser Stockbrot brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir brauchen etwas Lauch. Wir haben Balsamico-Pesto, ich glaube an die 100 Gramm. Wir brauchen etwas Salz, etwas Pfeffer, ein bisschen Schinken gewürfelt, etwas Käse geraspelt, Edamer, glaube ich, wenn mich nicht alles irrt. Ein Ei, ein Würfel Hefe, etwas Mehl, diesmal verwenden wir an die 500 Gramm Mehl und etwas Knoblauch für die Würze. Wir sind jetzt dabei, unser Lauch zu schneiden. Der wird jetzt in kleine Ringe gehackt und kommt mit in den Teig. So, als nächstes machen wir unseren Teig. Dann nehmen wir jetzt 500 Gramm Mehl. Ganz normales 405er Mehl. Oh, bisschen reicht. Noch. Reicht, sagt er. Perfekt abgemessen. In der Zwischenzeit haben wir hier schon 175 Milliliter lauwarmes Wasser mit ein bisschen Zucker versetzt und das Hefestückchen reingebröselt. Das kommt da auch schon rein. Das haben wir euch jetzt nicht gezeigt, aber ich denke mal, ihr wisst, wie das funktioniert. Dann haben wir hier als nächstes unser Pesto. Nehmt einfach das, was euch am besten schmeckt, aber wir wollen hier so ein bisschen die grüne Linie, der grünen Linie treu bleiben. Und das kommt einfach mit rein. Das gibt gleich eine herrliche Schmollerei. Dann kommt hinzu ein Ei. Der Teig soll ja auch schön fluffig aufgehen. Und dann die von Slava wunderbar geschnittenen Zwiebeln, die Lauchzwiebel, die kommt da mit rein. Slava assistiert mir gerade und drückt jetzt eine große Knoblauchzehe mit rein. Und während er das macht, werde ich hier schon mal ein bisschen mit Salz würzen. Nicht zu viel, weil das Pesto auch definitiv schon salzig genug ist. Eine Spur Pfeffer kommt mit rein, um den Geschmack abzurunden. Schön grob. Dann kommt hier, was haben wir hier? Das ist, sind Speckwürfel. Da haben wir jetzt auch nicht die mageren genommen, sondern schön mit hohem Fettanteil. Und zu guter Letzt haben wir hier eine ordentliche Portion Käse. Die genauen Mengenangaben packen wir euch unten in die Infobox mit rein. Ach komm, was soll der Geiz? Beim Wasser müssen wir jetzt mal gucken, ob wir damit hinkommen. Im besten Fall sollte es später ein möglichst fester, gut verarbeitbarer Teig werden. Und da müsst ihr jetzt einfach dranbleiben und gucken, bis die gewünschte Konsistenz da ist. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch weiter und zeigen euch nachher das fertige Ergebnis. So, unser Teig ist fertig. Der ist jetzt richtig schön kompakt, geschmeidig, klebt ganz leicht. Das heißt, wir müssen nachher gehen, müssen wir nochmal gucken, ob wir ein bisschen mit Mehl nacharbeiten. Aber man sieht ganz schön die Lauchzwiebeln drin, die Speckwürfel, hat ein richtig schönes Aroma. Und der kommt jetzt wieder zurück in die Schüssel. Und dort lassen wir ihn gehen und decken ihn vorher ab, dass er nicht austrocknet. Und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Ich zeige euch das mal. Ja, man sieht das jetzt nicht mehr so genau, aber der hat deutlich an Volumen gewonnen. Wir gehen jetzt so wie folgt. Wir machen jetzt hier weiter. Ich knete den Teig einmal durch. Arndt assistiert mir mit ein bisschen Mehl, hundertprozentig. So, es klebt natürlich noch ein bisschen, ne? Brauchst du mehr? Aber nee, das reicht erstmal. Der Teig an sich ist sehr, sehr fluffig und ja, so sticky, sage ich mal. Der klebt noch ein bisschen und das muss er auch, weil er muss ja gleich an dieser Holzform kleben, an der Walze. So, dann schneide ich mir was ab. Zack. Den Rest legen wir weg. Jawohl, Dankeschön. Und dann wird das ausgerollt. Total simpel. Nicht zu dünn. Circa so einen halben Zentimeter dick. Vielleicht etwas dünner. Macht nicht zu viel Mehl. Das reicht. Klebt ja nicht mehr. So. So.
Der Teig ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Und der wird jetzt einfach so in die so in Streifen geschnitten. Wir können auch etwas breiter sein. Ich würde sagen, so 2 cm breite Streifen sind absolut in Ordnung. Wir müssen ja nur mit dem Radius klarkommen. So, ein bisschen breiter darf es auch sein. So, zack. Ist wirklich sehr, sehr einfach und simpel. Der nächste Schritt. Unsere Walze braucht eine ganze Menge Butter. Die entweder so mit dem Stück Butter selbst einreiben oder dann eben mit der Hand rüber gehen oder man nimmt sich einen Zewa und verteilt das. Aber die Walze braucht auf jeden Fall etwas Butter, damit nachher unser Stockbrot auch vernünftig runterrutscht. Man kann es auch mit Öl versuchen, aber Butter hat da bis jetzt bessere Ergebnisse geliefert und vom Geschmack her ist es auch eine Ecke geiler. So, alles richtig schön verteilt und dann fangen wir einfach an. Wir nehmen so einen Streifen hier und wickeln das drumherum. Arndt assistiert mir, indem er so ein bisschen dreht. Das ist alles so ein bisschen glitschig. So, leicht herangedrückt. Nächster Streifen. Und dann geht es so weiter. So, dass das nahtlos ineinander übergeht in Schneckenformat. So Leute, wir haben unseren Grill soweit vorbereitet, haben ein kleines Stück Buchenholz mit reingegeben für zusätzliche Hitze. Und jetzt werden wir unser Stockbrot da drauf geben und Slava betätigt mal den Motor. Müssen wir gucken, ob wir das noch ein bisschen justieren oder ob sie sich gleichmäßig dreht. Und nach geben wir jetzt hier so kleinere Buchenholzscheite mit dazu. Sorgt erstens für hoffentlich ein geiles Aroma, aber auch dieses Quäntchen mehr Hitze. Das legen wir einfach mit in die Glut. Und ja, dann schließen wir den Deckel. Und ja, sind mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. So Leute, nach ungefähr geschätzten guten 10 Minuten rotieren sieht unser Stockbrot jetzt so aus, hat eine herrlich braune Kruste bekommen. Ja, jetzt wird sich zeigen, ob wir lang genug gewartet haben. Ich versuche es jetzt in irgendeiner Weise mal darunter zu bewegen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yes, 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 yes. Geil. Sehr geil. Das ist richtig, ich versuche das mal aufzufangen. Das ist richtig schön knusprig. Und Leute, man kann durchgucken. Oh, da kommen uns schon Ideen. Oh, oh, oh. Sehr geil. Da ist eine Menge Platz, würde ich sagen, ne? Oh, oh, das, oh. Das duftet nach frischem Brot mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln, das ist geil. Sehr geil, sehr geil. Probieren. Ich würde sagen, probieren, anschneiden und probieren. Ja Leute, wie immer der schönste Teil, wir dürfen probieren. Nun ab dafür. Alles klar. Prost. Prost. Kross. Lecker. Schön. Ich finde das gut, dass wir so viel Lauch da reingepackt haben. Hammermäßig. Schöne Zwiebelnote. Manchmal hat man Glück und man beißt auch so ein schön knuspriges Stückchen Speck. Innen drin vor allem fluffig, das finde ich sehr geil. Außen total knusprig, ne? Schön weich, fluffig. Der Teig ist durch. Und irgendwie bietet sich einfach an, so eine Röhre mit irgendwas Leckerem zu füllen. Schreibt uns in die Kommentare, was soll da rein? Ne? Was soll da für eine Füllung rein? Sagt's, wir machen's. Also, mega lecker. Vielleicht die Frage, für wen dieses Gadget was ist. Ich würde sagen, eigentlich für jedermann. Für jeden, der dieses Feeling von Stockbrot vermisst, vielleicht nicht unbedingt dieses verkohlte Stockbrot genießen möchte, sondern wirklich perfekt durchgegartes, geht. Ja, wir haben 10 Minuten ungefähr gebraucht. Es rotiert von alleine, man muss nichts machen, ab und zu mal den Deckel lüpfen und zu gucken. Kinderleicht, also eine ganz feine Geschichte. Ja, und ich denke mal, da kann man viel, viel mehr rausmachen. Und wir haben da schon so einiges im Kopf und viele interessante Projekte. Und ich denke mal, das eine oder das andere werden wir auch verfilmen und euch mal wieder zeigen.
Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Um es nicht zu verpassen, solltet ihr unseren Kanal abonnieren. Ihr solltet mal vielleicht ein oder das andere Video kommentieren. Daumen nach oben und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.